Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen. Aller Lob gebührt Allah, aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Herrn aller Geschöpfe, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Und Friede und Segen sei mit seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist mir schon des Öfteren passiert, dass ich über das Christentum gesprochen habe und dass ich danach von bestimmten Christen der Lüge bezichtigt wurde, ja, oder bestimmten Leuten, die sich dem Christentum zuschreiben, vielmehr. Erstmal, ich bin selbstverständlich nicht perfekt, das heißt, es kann auch mal sein, dass ich einen Fehler mache. Ich habe das sogar einmal gemerkt, wo ich wirklich einen Fehler gemacht habe, wo ich gedacht habe, dass etwas im Alten Testament nicht vorhanden ist, weil ich danach gesucht habe, und dann hat danach es doch einer ausgegraben. Aber prinzipiell, worüber ich eigentlich reden will, ist um eines der gewichtigsten Glaubenskonzepte des Christentums. Und das ist die Trinität. Die Trinität. Und ich habe schon des Öfteren Vorträge gemacht, da habe ich gesagt, Jesus ist laut Christentum Gott. Das war einmal in Flörsheim in Hessen, in einem Saal. Da kam danach eine junge Frau zu mir und hat gesagt, pass auf, ich bin zur Firmung gegangen und das, was du erzählst, ist Quatsch. Jesus ist nicht Gott, sondern der Sohn Gottes, das ist eine Lüge. Oder ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, den sie benutzt hat. Aber, und dann sieht man das auch immer wieder, wenn man Kommentare liest. Ja? Ich sage, Jesus ist Gott, und wieder, ich sage, die Christen sagen, dass Jesus Gott ist, und widerlege diese Aussage, widerlege diese Glaubenslehre. Und dann kommen Christen und bezichtigen mich der Lüge, sagen, das stimmt doch gar nicht, du hast überhaupt gar keine Ahnung vom Christentum. So. Fragen wir mal hier, das ist der hier, kleiner Katechismus des katholischen Glaubens. Und die Protestanten haben und die Orthodoxen haben diesbezüglich denselben Glauben, nämlich dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Auf jeden Fall. Hier steht auf Seite 13, das ist die 21. Frage. Ne? Wie viele Personen sind in Gott? Dann kommt die Antwort, in Gott sind drei Personen. Erstens der Vater, zweitens und der Sohn, drittens und der Heilige Geist. Jede der drei Personen ist wahrer Gott. Die drei göttlichen Personen sind aber nur ein Gott. Jeder, nochmal, ja, und das kann jeder kann zur katholischen Kirche um die Ecke gehen oder in eine Bücherei und bestellt sich den kleinen Katechismus, ja. Weil wenn man sich selber dem Christentum zuschreibt und weiß das nicht und bezichtigt mich dann der Lüge, ja, da muss man sich Gedanken machen. Wie kann es sein, dass man jahrelang Religionsunterricht in der Schule hatte, dass man eventuell zur Firmung, zur Kommunion, zur Konfirmation gegangen ist, dass man schon so oft in der Kirche gewesen ist, zu verschiedenen Gottesdiensten, sei es in der Schule oder sei es bei einer Beerdigung, und dass man nie dieses fundamentale Glaubenskonzept des Christentums verstanden hat. Beziehungsweise, was heißt verstanden? Verstehen kann es ja keiner, nach eigener Aussage, denn hier steht, die Lehre, hier steht es, also nicht, dass man mich wieder der Lüge bezichtigt, ja. Weil wenn ich sage, das kann keiner verstehen, dann sage ich, was erzählst du da, Herr Vogel, ja. Die Lehre von der allerheiligsten Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit ist ein großes Glaubensgeheimnis. Unser Verstand ist viel zu klein, um den dreifaltigen Gott wirklich zu begreifen. Gott ist unendlich groß und wunderbar. Stimmt. Also Gott ist unendlich groß und wunderbar. Und hier wird aber mit den Menschen gespielt. Ja? Weil hier wird gesagt, unser Verstand ist nicht in der Lage, das zu begreifen. Und wir sagen, ist es so, dass der menschliche Verstand Grenzen hat? Selbstverständlich hat der menschliche Verstand Grenzen. Und das ist auch, das ist das, was wir selber merken. Und das ist auch etwas, was der Koran ganz explizit sagt. Allah sagt in Sure 2, Vers 255,
müsste es sein. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Und sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Das heißt, unser Wissen, unser Verstand hat eine Grenze. Zur selben Zeit ist der Verstand das, womit Allah den Menschen geehrt hat. Aber wir sagen hier, die Trinität ist nicht etwas, was einfach über unserer Vorstellungskraft ist, sondern die Trinität ist etwas, was der logische Menschenverstand ablehnt. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, es gab eine Zeit vor der Zeit. Das heißt, wenn ich sage, die Zeit ist erschaffen worden, der Ort ist erschaffen worden, das ist etwas, was über unsere Vorstellungskraft ist, was wir uns nicht vorstellen können. Wir leben in einer sozusagen, ich sage mal, vierdimensionalen Welt. Zeit, Höhe, Breite und Länge. Beispielsweise. Wir leben in einem Raum, in einem dreidimensionalen Raum plus Zeit. Wir können uns nicht vorstellen, dass es vielleicht eine Welt gibt, einen Planeten, wo es Menschen gibt oder wo es Tiere gibt oder wo es Lebewesen gibt, die zweidimensional leben. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, dass es eine Zeit vor der Zeit gab. Wir können uns nicht vorstellen, dass das Universum, ja, aus einem Punkt mit null Volumen entstanden ist. Das ist über unsere Vorstellungskraft. Aber es ist ein Unterschied, ob mein Verstand sagt, das kann ich nicht verstehen, oder ob mein Verstand sagt, das ist falsch. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, 1 plus 1 ist 10. Wenn ich das sagen würde. Und dann sagt jemand, ja wie, 1 plus 1 ist 10? 1 plus 1 ist doch nicht 10, 1 plus 1 sind 2. Und dann sage ich zu ihm, nein, das ist über deinem Verstand. Das kann dein Verstand nicht begreifen, das ist über deinem Verstand. Das ist Quatsch. Sondern das ist im Rahmen unseres Verstandes. Das ist im Rahmen unseres Verstandes, das ist nicht über unseren Verstand. Ja, es gibt Dinge, die sind über unseren Verstand. Wenn wir die Ausmaß des Universums, wenn wir von den Ausmaßen des Universums reden, von Lichtjahren, das ist über unseren Verstand, wir werden wahnsinnig, wenn wir darüber nachdenken, in was für einem Raum, in was für einem Universum wir leben. Aber es ist nicht über unseren Verstand zu sehen, dass 1 plus 1 plus 1 3 sind und nicht 1. Ja. So. Und natürlich, und jetzt ist die faule Ausrede hier von der katholischen Kirche und von den Protestanten, das ist über unseren Verstand, das können wir nicht verstehen. Das ist über unseren Verstand, das ist, dass wir sind viel zu klein, um Gott zu begreifen. Ich sage, es ist richtig, wir sind viel zu klein, um Gott wirklich zu begreifen. Das heißt, wir können ihn niemals das vollkommene Wissen von seinem Wesen, von seinen Eigenschaften haben. Aber unser Verstand ist nicht zu klein, um zu sagen, dass 1 plus 1 plus 1 3 und nicht 1 sind. Ja. Und hier steht, jeder der drei Personen ist wahrer Gott, ist ein wahrer Gott. Die drei göttlichen Personen sind aber nur ein Gott. Jeder der drei Personen ist ein wahrer Gott, die drei göttlichen Personen sind aber nur ein Gott. Wir sagen, das ist etwas, was nicht außerhalb unseres Verstandes liegt, sondern das ist etwas, was von unserem Verstand als falsch identifiziert wird. Okay. Jetzt geht's weiter. Einige Seiten weiter. Und das wollte ich dann nochmal sagen zu den Leuten, die sich dem Christentum zuschreiben und das nicht kennen. Jetzt. Man sollte einfach mal die Frage stellen, warum glaubt man an ein Konzept oder will zwanghaft an ein Konzept glauben, was vom logischen Menschenverstand abgelehnt wird. Und ich will ja nicht sagen, die Christen sind dumm oder die sind alle dämlich oder irgendwie sowas. Das möchte ich nicht sagen, sondern ich will sagen, hier gibt es Leute, die wollen unbedingt daran glauben. Aber wenn sie wirklich ihr Herz öffnen würden, und öffne dein Herz jetzt, wenn ein Christ sich dieses Video anguckt, ich will, dass du ein Herz öffnest und hebe deine Hände zu Gott und sag, oh allmächtiger Gott, zeig mir den richtigen Weg. Auf jeden Fall, hier geht es dann weiter bei 2. Glaubensartikel 46.
Was bekennen wir im zweiten Glaubensartikel? Jetzt sagt er hier, steht, wir bekennen im zweiten Glaubensartikel, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und wahrer Gott ist. Das ist die 46. Frage. Jetzt steht darunter als Erklärung, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. So, jetzt frage ich die Christen da draußen, oder die sich dem Christentum zuschreiben, glaubst du, dass Jesus wahrer Gott ist? Glaubst du das? Und ich weiß ganz genau, weil es kommen ja viele zu mir und sagen, hey, was erzählst du da? Warum lügst du über unsere Religion und sagst, Jesus ist wahrer Gott, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist der Sohn Gottes? Und dann fragt man, was heißt denn für dich Sohn Gottes? Dann sagt er, ja. Und dann hört man dann oft die Antwort, ja, der hat ja keinen Vater. Also ist Gott der Vater. Dann sagen wir, was ist mit Adam? Der hat keinen Vater und keine Mutter. Was mit dem? Und dann hört man dann oft, ja, Sohn Gottes, damit meinen wir ja, das ist jemand, der Gott nahe ist, der Gott näher steht, der ein besonderer Mensch ist. Dann sagen wir, das ist, was der Islam sagt. Wir benutzen nun nicht das Wort Sohn, weil durch dieses Wort schon viele Missverständnisse zustande gekommen sind. Und dann sagen wir natürlich zu den Christen, sagt ihr Christen nicht, in dem wichtigsten Gebet fängt das nicht an mit Vater unser im Himmel. Das hieße so, demnach wären ja alle Menschen Kinder Gottes. Laut diesem Verständnis. Laut diesem Verständnis. Das heißt, nein, Gott ist Gott. Gott hat uns erschaffen. Gott liebt für den Menschen die Rechtleitung. Aber Jesus ist kein Sohn Gottes und erst recht nicht Gott selber. Ja, weil wie gesagt, das lehnen ja viele ab. So, laut deiner Lehre, ja, und das sagen die Protestanten auch, bist du kein Christ, wenn du nicht glaubst, dass Jesus wahrer Gott ist. Jetzt gehen wir zurück zu diesem Punkt, der eben erwähnt wurde. Diese faule Ausrede in meinen Augen, wo steht, und hieran sieht man schon, dass sie eine Ausrede brauchen. Er muss jetzt irgendeinen Vorwand finden. Deswegen sagt er, die Lehre von der allerheiligsten Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit ist ein großes Glaubensgeheimnis. Das heißt, du musst dann glauben, du kannst nicht verstehen, dieses Glaubensgeheimnis. Unser Verstand ist viel zu klein, um den dreifaltigen Gott wirklich zu begreifen. Gott ist unendlich groß und wunderbar. Ich habe schon gesagt, ja, Gott ist unendlich groß und wunderbar. Unser Verstand ist zu klein, um die Größe Gottes wirklich zu begreifen. Unser Verstand ist zu klein, um die Allmächtigkeit Gottes wirklich zu begreifen. Unser Verstand ist zu klein, um die Allwissenheit Gottes wirklich zu begreifen. Ja. Aber unser Verstand ist nicht zu klein, um zu wissen, dass 1 plus 1 plus 1 3 sind und nicht 1. Ich lese nochmal vor, was hier steht. Wie viele Personen sind in Gott? In Gott sind drei Personen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Jede der drei Personen ist wahrer Gott. Die drei göttlichen Personen sind aber nur ein Gott. Unser Verstand ist nicht zu klein, um dieses Konzept abzulehnen. Und unser Verstand sagt uns noch etwas anderes. Unser Verstand sagt uns, dass wenn man laut Christentum an dieses Konzept glauben muss, ja, hier, 46. Frage, zweiter Glaubensartikel, wenn nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen und hat dementsprechend auch keinen Anteil am Heil, das heißt, der geht in die Hölle. Das heißt, laut katholischer und evangelischer Lehre, klassischer katholischer und evangelischer Lehre, nicht diesem Wischiwaschi, was heute gemacht wird, ja, teilweise, geht derjenige, der nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, in die Hölle, weil er nicht an das wahre, reine Opfer glauben kann. So, das habe ich schon mal erklärt in dem Vortrag, starb Jesus für die Sünden der Menschen. Aber ich will es auf etwas anderes hinaus. Wenn dem so ist, dass Gott
angeblich als Mensch auf die Erde gekommen sei und hat ein Buch, die Bibel, zur Rechtleitung herabgesandt. Und es sei notwendig für den Menschen daran zu glauben, dass Jesus Gott ist. Wie muss diese Botschaft dann in der Bibel vorhanden sein? Sie muss in der Bibel explizit, klar und deutlich vorhanden sein, ohne dass es Dinge gibt, die dagegen sprechen. Weil ansonsten wäre der Sinn der Rechtleitung durch die Bibel verloren. Nochmal, Gott sendet die Bibel oder offenbart die Bibel vielmehr, um eine Rechtleitung für den Menschen zu sein. Es ist notwendig, laut Christentum, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist. Also müsste in dieser Rechtleitung klar und deutlich gezeigt werden, dass Jesus Gott ist. So, jetzt stelle ich die Frage an die Christen, die Bibel selber gelesen haben. Erstmal, wie viele Christen gibt es, die zur Firmung gegangen sind, zur Kommunion gegangen sind, zur Konfirmation gegangen sind und glauben das nicht? Wie viele Christen gibt es, die zu mir sagen, wenn ich sage, Jesus ist laut Christentum Gott, die sagen, ey, was erzählst du, mein Schwachsinn, ist doch nicht Gott, der ist Sohn Gottes. Das ist schon alleine ein Beweis dafür, dass diese Botschaft nicht klar in der Bibel vorhanden ist und deswegen auch falsch ist. Ansonsten müsste es klar und deutlich rauskommen und nicht durch implizite Beweise. So, es gibt implizite Beweise dafür, dass Jesus Gott sei. Und ich habe die schon widerlegt und ich gebe jedem, der sich dafür interessiert, den Vortrag, den Tipp, meinen Vortrag anzugucken, war Jesus Gott oder nur ein Prophet? Das heißt, es gibt auf der einen Seite implizite Beweise, dass Jesus Gott sei. Was heißt implizit? Interpretationsbedürftige Verse in der Bibel. Das heißt, die man auch anders verstehen kann. Zum Beispiel, ich und Gott sind eins. Heißt das eins im Wesen? Oder heißt das eins im Willen, in der Botschaft, dass Jesus von Gott ist? Allah sagt auch im Koran, und wer dem Gesandten gehorcht hat, hat Allah gehorcht. Heißt das jetzt, der Gesandte ist Allah? Nein. Sondern das heißt, der Gesandte redet von Gott und deswegen ist derjenige, der auf den Gesandten gehört, gehorcht Gott. Ja. Und an einer anderen Stelle wird gesagt, dass die Jünger eins sind mit Jesus und so weiter. Heißt das, die Jünger sind auch Götter? Nein, natürlich nicht. Und das habe ich dort alles explizit. Aber ich will nur eine Sache zum Nachdenken bringen. Oder eine Sache voraussetzen. Zum Beispiel Markus 13, Vers 32. Ja? Wo Jesus gefragt wird. Weil das ist etwas, was unser Verstand weiß. Unser Verstand und unser Herz sagt uns, Gott weiß alles. Und weiß auch, dass Gott nicht lügt. So, wir fragen jetzt, lügt Gott? Jeder Christ wird sagen, nein. Jeder Muslim wird sagen, nein. Jeder Jude wird sagen, nein. Dann sagen wir, weiß Gott alles? Jeder Muslim wird sagen, ja. Jeder Christ wird sagen, ja. Jeder Jude wird sagen, ja. Also Juden, Christen, Muslime sind hier auf derselben Ebene, haben denselben Glauben. Jetzt wird Jesus gefragt in Matthäus 13, Vers 32, wann der jüngste Tag ist, und er gibt zu, dass er es nicht weiß, sondern dass das nur Gott weiß. Hat Jesus hier gelogen oder hat er es nicht gewusst? In beiden Fällen ist er nicht Gott. Und das sind klare, explizite Beweise, dass er nicht Gott ist, weil er hier zugibt, dass er diese göttliche Eigenschaft nicht hat. Da wird gesagt, ja, hier war das seine menschliche Seite, die geredet hat. Ist er schizophren? Ich möchte Jesus nicht beleidigen. Aber laut dieser Aussage, ja, fragen wir jetzt, hätte Jesus abrufen können von seinem Wissen, dass wann der jüngste Tag ist oder nicht? Das heißt, wenn man sagt, hier spricht die menschliche Seite, müssen wir jetzt fragen, war Jesus in der Lage, er ist in der Lage, alaihissalam, Friede mit ihm, das Wissen abzurufen,
wann der jüngste Tag ist, war in der Lage dazu. Wenn er Gott gewesen wäre, dann wäre in der Lage dazu gewesen, dann wäre diese Aussage zwangsläufig eine Lüge gewesen. Und da kommt keiner vorbei. Und das sagt der logische Menschenverstand. Der logische Menschenverstand sagt, wenn jemand allwissend ist, wenn jemand allwissend ist und wird gefragt, wann ist dieses oder jenes, und er antwortet darauf nicht. Er hat die Eigenschaft der Allwissenheit, hat er. Die trägt er in sich. Da kannst du nicht sagen, ja, seine menschliche Seite hat schon, weil er kann diese Eigenschaft abrufen. Dann ist es eine Lüge. Hätte Jesus, Frage, hätte Jesus in dieser Situation, wo er nach dem jüngsten Tag gefragt wurde, hätte er das Wissen abrufen können, wann der jüngste Tag ist oder nicht? Hätte er es wissen können? Wenn er es hätte wissen können, hat er gelogen, hätte er gelogen. Und dann ist er nicht Gott. Das ist ganz klar. Und bitte, Christen, legt euren Schleier ab. Jesus ist nicht Gott. Ich gebe euch was anderes. Ist Gott unabhängig von allem oder braucht Gott jemanden? In Johannes 5, Vers 30, jeder wird sagen, Gott braucht keinen. Wen soll Gott brauchen? Gott braucht niemanden. Gott ist völlig unabhängig und allmächtig. Wen soll der brauchen? So. In Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus, ich kann gar nichts aus mir selbst tun. Ich kann gar nichts aus mir selbst tun. Gott kann nichts von sich selbst tun. So sagen, das ist wieder die Menschenseite. Dann sagen wir, wäre Jesus in der Lage gewesen, die Allmächtigkeit abzuberufen von sich selber? Weil das ist eine notwendige Eigenschaft von Gott. Wenn man sagt, nein, dann hat er hier gelogen. Dann hätte er hier gelogen. So, was sagt er hier? Ich kann nichts aus mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen eigenen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wer hat ihn gesandt? Gott? Das heißt, Jesus gibt dir zu, dass er erstens nicht unabhängig ist. Ich kann nichts von mir selber aus tun. So wie ich höre, richte ich. Das heißt, ein Gesandter, ein Prophet. Und ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn Jesus Gott wäre, wäre sein Wille natürlich der Wille des Vaters, wenn sie ein Gott sind. Das ist das, was der logische Menschenverstand sagt. Und dann, der Wille dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus sagt hier ganz klar, dass er gesandt wurde. Er wurde gesandt. Jeder Mensch weiß, dass der Sender nicht der Gesandte ist. Und er gibt das hier zu, dass er unter ihm steht. Und dass sein Gericht nur gerecht ist, weil er so richtet, wie er hört und nicht von sich selber aus. Nicht von sich selber aus. Und diesbezüglich gibt es so viele Beispiele, ja. Jesus wird wütend, weil er sieht einen Feigenbaum, macht eine Dua, dass der Feigenbaum zerstört wird, weil der Feigenbaum keine Feigen hat. Wusste Jesus nicht vorher schon, dass der Feigenbaum keine Feigen hat, bevor er sich an den Feigenbaum genähert? Weil hier auch die menschliche Seite. Liebe Christen, lasst euch nicht täuschen. Es gibt das Alte Testament, das Neue Testament, und es gibt das Neueste Testament. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, ist gekommen, um die Urreligion aller Propheten in ihrer vollständigen Form wiederherzustellen. Die Religion von Moses, von Abraham, von Jesus. Dass man Gott alleine anbetet und ihm nichts zur Seite stellt. Dies ist der Weg von Jesus gewesen. Matthäus 26, Vers 39, wo er mit dem Angesicht wie die Muslime zu Boden fällt.
Das heißt, Jesus war ein wahrer Muslim. Denn Muslim heißt Gottergebener. Und deswegen sage ich zu jedem Christen, bitte, nimm dir Jesus zum Vorbild. Und Jesus war ein Gottergebener, so sei du auch ein Gottergebener. Und ein Gottergebener heißt auf Arabisch Muslim. Abraham war ein Gottergebener, als er bereit war, seinen Sohn zu opfern für den allmächtigen Gott. Moses war ein Gottergebener, als er die Platten entgegengenommen hat. Jesus war ein Gottergebener, als er sich vor Allah niedergeworfen hat. Jesus hat nicht zu sich selber gebetet. Er hat gesagt, nicht mal, laut Bibel, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Möge der allmächtige Gott, Allah, uns alle recht leiten zum richtigen Weg, zum einzigen Weg, der im Jenseits ins Paradies führt und vor der Hölle rettet. Denn jeder Mensch, der von der wahren Botschaft gehört hat, ja, und diese wahre Botschaft nicht annimmt, wird im Jenseits für alle Ewigkeiten in die Hölle gehen. Möge Allah uns bewahren.